Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute haben wir drei Fragen zum Ideenmanagement, drei Fragen an Hans-Rüdiger Munzke, den Gründer und den Kopf des Ingenieurbüro Ideennetz. Die erste Frage: Das Ideenmanagement stammt auch aus dem 19. Jahrhundert. Warum sollten Organisationen heute noch Ideenmanagement einsetzen? Ja, es ist richtig, dass wir im Ideenmanagement auf eine lange Tradition aufbauen. Aber getreu dem Leitgedanken, Zukunft braucht Herkunft, haben sich die Führungsinstrumente in den traditionellen Verbesserungsprozessen, in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess so weiterentwickelt, dass heutige Ideenmanagementsysteme in ihren Handhabungen und Strukturen wesentlich agiler und nutzenstiftender zum Einsatz kommen als noch im 19. Jahrhundert. Als Beispiel seien hier die Arbeits- und Handlungsfelder auf dem Weg zum Exzellenzmodell Ideenmanagement genannt, wie wir es in dem Verbundprojekt Kreativität und Innovation im demografischen Wandel beschrieben hatten. Diese sind Ideen just in time, zum Beispiel mit dem Deming-Kreis bzw. dem PDCA-Zyklus zu entwickeln. Als weiteres Ideenmanagement als Erfolgsverstärker in den integrierten Managementsystemen zu nutzen. Gerade vor dem Hintergrund der Normenrevisionen, die im letzten Jahr zur Wirkung kamen, sind die Methoden und Werkzeuge im Ideenmanagement idealerweise zum Einsatz zu bringen. Und zu guter Letzt sei die Initiative Neue Qualität der Arbeit genannt, in der Ideenmanagement, Methoden und Instrumente sehr gut zum Einsatz kommen können, wie Praxisbeispiele zeigen. Hier ist unter anderem auch die neue Qualität der Führung in den Megatrends zu benennen, die mit der Offensive Mittelstand in der Initiative Neue Qualität der Arbeit mit dem Ideenmanagement entwickelt wurde. Unter den Aspekten der Teilhabe, wie es die Bertelsmann Stiftung im letzten Jahr formuliert hatte, gelingt es mit dem Ideenmanagement, eine erfolgsentscheidende Herausforderung der Gegenwart und Zukunft zu meistern, nämlich die Themen der Globalisierung, des demografischen Wandels und der Digitalisierung mit zu gestalten. Im Ideenmanagement würden wir sagen, nutzen Sie die Beteiligungsmöglichkeiten von allen Mitwirkenden in den Verbesserungs- und Innovationsprozessen, vom Kunden über die eigene Belegschaft bis zum Lieferanten, um mit bereichsübergreifenden Ideenmanagementsystemen Ihre Zukunft zu gestalten. Ideen machen Zukunft. Gemeinsam sind sie stärker. Vielen Dank. Die zweite Frage: Was war dein größter Fehler im Ideenmanagement? Diese Frage zu beantworten fällt mir schwer. Nicht, weil ich mir einbilde, dass mir keine großen Fehler im Ideenmanagement unterlaufen sind, sondern weil ich grundsätzlich eine andere Fragestellung bevorzuge. Nämlich, was war der Fehler, aus dem ich am meisten lernen konnte und der das Ideenmanagement am stärksten vorangebracht hat? Und da möchte ich einen bedeutenden Fehler hervorheben, der sich auf Akteure im Ideenmanagement bezieht. Meist konzentrieren wir uns hier auf die Vorgaben aus Geschäftsleitung, Betriebsleitung oder anderen Leitungsfunktionen sowie insbesondere dann auf die Einreicher bzw. die Mitarbeiter, von denen wir erwarten, dass sie Verbesserungsvorschläge zum Wohle der Firmen beisteuern. Aber die Mitwirkenden in den mittleren Führungsebenen werden oft nicht ausreichend berücksichtigt. Und wenn, dann beklagen wir uns über säumige Gutachter. Anstattdessen sollten wir uns eher darum kümmern, wie wir als Dienstleister im Ideenmanagement die Führungsaufgaben der Führungskräfte in den mittleren Führungsbereichen unterstützen. Es geht also nicht nur darum, alle Jahre wieder die beste Führungskraft im Ideenmanagement auszuzeichnen, sondern wir müssen für Begeisterung bei den Führungskräften und für die Nutzenorientierung der Führungsinstrumente in diesen Bereichen sorgen. Daher konzentrieren wir uns zum Beispiel im Regionalarbeitskreis OWL Mitarbeiterideen seit längerem intensiv auch um die Beteiligungsorientierung und Mitwirkungsmöglichkeiten für die Führungskräfte. Okay, danke schön.
Die letzte Frage: Wie kommen Organisationen heute zu einem guten Ideenmanagement? Hier empfehle ich eigentlich nur drei Maßnahmen. Erstens, Ideenmanagement einfach machen, ist zum Beispiel eine Empfehlung und ein Leitgedanke, den wir in Westfalen in unseren Einführungsworkshops rein entwickelt haben und die sich inzwischen vielfach bewährt haben. Zweitens, betrachte jede Idee, als wäre sie deine eigene. Bring dadurch mehr Objektivität in die Ideenbewertung und trenne die Ideenbewertung von Prämierungsfragen. Und als dritten Punkt, beachte die Reihenfolge der Managementaufgaben von Ideen. Zuerst geht es darum, Lösungsideen für Herausforderungen zu entwickeln oder einzufordern. Dann folgt losgelöst von der Ideenfindungsphase die Bewertung unter Nutzenaspekten. Und erst danach geht es um die Ideenannahme und die Realisierung dieser Ideen. Und nachdem die Idee umgesetzt ist oder die Wirksamkeit der Idee abzusehen ist, können die Vergütungsfragen beantwortet werden. Gerne werden diese auch als Prämierung oder fälschlicherweise als Bewertung bezeichnet. Der umgekehrte Weg ist weder der kürzere noch für die Organisation oder den Mitwirkenden in der Organisation sinnvoll. Ergänzt könnten diese Schritte noch durch einen vierten Punkt werden, denn arbeite stets beteiligungsorientiert auf Grundlage der Wertepärchen Wertschätzung und Wertschöpfung sowie Vertrauen und Verlässlichkeit. Und dann wird das Ideenmanagement auch in heutiger Zeit gelingen. Ja, wir werden zu einer Mitmachkultur kommen, in der jeder gerne bereit ist, über das Ideenmanagement an einer positiven Unternehmensentwicklung mitzuwirken. Vielen Dank. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es immer wieder auf dem YouTube-Kanal und jeden Dienstag auf dem Ideenmanagement-Blog. Ich freue mich, Sie dort wiederzusehen.